Eine einzigartige Erlebniswelt für die ganze Familie. Besuchen Sie den Hangar 10 und sehen Sie eine weltweit einmalige Sammlung an flugfähigen und historischen Flugzeugen. Kommen Sie den Legenden der Fliegerei wie der Jagd, der Messerschmitt oder der Mustang ungeahnt nah und erleben Sie den Mythos selbst. Neben der Sammlung finden Sie eine Spielewelt für Groß und Klein mit Kletteranlage, einmaligen Simulatoren, Outdoor-Spielplatz und vielen weiteren interessanten Beschäftigungsmöglichkeiten. Outdoor-Spielplatz und weiterem Freizeitspaß. Lassen Sie sich nach einem unvergesslichen Tag in dem außergewöhnlichen Restaurant mit Fliegerlounge verwöhnen und spüren Sie den Traum vom Fliegen. Der Hangar 10 auf der Insel Usedom am Flughafen Heringsdorf ist immer einen Besuch wert. Willkommen im größten schwimmenden Museum Deutschlands. 10.000 Tonnen Fracht fuhr die Dresden, ein DDR-Motorfrachtschiff vom Typ Frieden bis 1970 über die Weltmeere. Heute beinhaltet es mindestens ebenso viele museale Schätze. Gehen Sie mit dem Schiff auf die Reise in die Vergangenheit des Schiffbaus. Vom slawischen Einbaum bis zur industriellen Serienfertigung. Mächtige Hochseefangschiffe, stolze Passagierkreuzer, schnelle Marineboote und vieles mehr bilden das ganze Spektrum maritimer Geschichte ab. Dazu die Marinefliegerei in Rostock, die den Weltkriegen Forschungsmotor und Schrecken zugleich war. Der erste Düsenjäger weltweit startete in Rostock. Auch die weit zurückreichende Geschichte der Hansestadthäfen Stralsund und Wismar wird dokumentiert. Für die jüngeren Besucher gibt es außerdem viele Exponate zum Anfassen und Ausprobieren. Neben maritimen Exponaten ist natürlich auch die Dresden selbst ein besonderes Ausstellungsstück. Das original erhaltene Räume wie Kommandobrücke und Maschinenraum bereithält. Es gibt jede Menge zu entdecken. Aus einem Besuch im Schifffahrtsmuseum Rostock wird schnell ein tagesfüllender Ausflug. Reisen Sie zurück in die Zeit, in der es nur Bio gab. Die Landwirtschaft MVs blickt auf eine 5000-jährige Geschichte zurück. Im Agroneum Altschwerin wird diese lebendig. Auf einem authentisch erhaltenen ritterschaftlichen Gut sind viele Höhepunkte rund um Ackerbau, Traktoren und Viehzucht zu bestaunen. Zum Beispiel ein Museum im Museum, eine 1988 gestaltete DDR-Ausstellung zur Landwirtschaftsgeschichte. Erwandern Sie sich das kleine Dorf und gehen Sie dabei auf Entdeckungsreise durch große und kleine Technik, eine Dorfschule, ein original erhaltenes LPG-Bauernhaus, Schmiede, Windmühle und vieles mehr.